Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Ni No Kuni. Im letzten Part haben wir den finsteren Wald betreten, Gevatter Eiche kennengelernt und ein paar neue Zauber gelernt. Unter anderem die Vertraute herbeirufen, was wir auch gleich getan haben. Und für all diejenigen, die noch nicht gesehen haben, ich stelle euch vor, Kitschkuss ist unser Liebste, der hier den Monster vermöbelt. Und aber jetzt gleich Feuerball auf dem Tier. Da haben wir uns ein Glanzmonster drin. Funktioniert auch gleich. Und das andere weiß auch nicht. Beziehungsweise die Flüsterfälle sind dazu. Diese Erforschung möchte ich natürlich sämtlich. Richten wir jetzt mal den Weg ein bisschen aus, glitschen uns durch ihn hindurch, um ihn von hinten zu überraschen. So, bleibt jetzt für Oliver, denn der Feuerball ist einfach ein. Weiteren Steinschlucker. Hoppel! Krankenheit! Schneller, Fibikus machen. Von 2 auf 3. Menge mehr Schaden. Ja, aber wir sehen, das war eine blaue Schatztruhe. Dafür brauchen wir noch einen Zauber, den wir noch nicht haben. Können wir die Truhe also noch öffnen? Zu sehen, was da so war. So, da die MP. Zauber dabei. Aber das macht ja nichts. Wir lernen neue Monster kennen. Ein bisschen dagegen der Kunde. Schatz. Dann müssen wir aber Grund und heilen uns mal ein bisschen. Und zwar nicht mehr viele MP, aber Oliver müsste bald ein Level haben. Wieder hergestellt, aber erstmal erklärt uns Tröpfchen die Tricks. Ja, Tricks sind einfach Kampffertigkeiten unserer Vertrauten. Jede Vertraute kann 8 Tricks lernen. Sollte er einen weiteren Trick lernen wollen, müssen wir einen verlernen, der uns einfach nicht mehr so wichtig erscheint. So, da vorne sehe ich auch eine Kiste, glaube ich. Erstmal geht's. Da ist aber noch eine Kiste. Und wir kriegen ein Scheißpapier. Das ist ein bisschen Weißbrot. Nämlich ein Eispapier. Aber erstmal machen wir das. Dann steuert. Das ist eine macht aber nichts. So, und das ist der letzte Mal. Finde ich auch sehr lustig. Spannend, welchen Monster. Alle Typen.
haben, werden nicht den Bock, nicht so eine genaue Vorstellung davon. Aber das hat mir eigentlich nicht zu tun. So. Am Anfang nimmt man halt immer alles mit. A, um zu trainieren. B, wenn sie einen entdecken, kann man die wahrscheinlich sowieso nicht. So, erstmal blocken wir hier. So, nächste Runde. So, wir gucken mal, was wir machen. So, dunkle Unterführung. Schön gemacht. Über den großen Baumstamm und da vorne sehen wir einen weiteren Meilenstein. Den würde ich dann wirklich auch gleich in die Flucht heilen und das Spiel speichern. So, jetzt wird es auch erledigt. Und jetzt schauen wir doch mal an. Wo ist uns als nächstes verschlägt? Beziehungsweise sehen wir jetzt eine Absichtsstunde. Ja, anscheinend sind wir am Ziel. Hier sollte irgendwo der Wächter rumlaufen. In den Ohren. Der Wächter des Waldes. Stammhafter. Stammhafter? Standhafter natürlich. Standhafter Wächter des Forstes. So, ja, der Wächter. Unser Wächter. Aber er hat... Wenn der Sturm in einem kommt auf den Sturm. Aber wir blocken Baron. Gerade mal wir sehen zwei Essenzen. Erscheinen, wenn wir geblockt sind. So, ich probier mal an, ob Feuerzauber Jetzt
56 Schaden und da Gesa K.O. Richtig gut. So, weiter rechts. Und erhalten die Geister. Anstreuern. Hüpfig in den und senkt ihre Trefferfähigkeit. Ja, aber der Wächter ist nicht komplett K.O. gegangen, aber er verzieht sich in seine Wälder zurück. Ich denke mal, jetzt geht's ihm besser. Ja, irrer Blick. Den hat er wirklich drauf gehabt, Tröpfchen, das stimmt. Natürlich war es Shadar. Wer auch sonst? So, wir machen uns zurück zu Gevatter Eiche, würde ich sagen, denn wir möchten natürlich erzählen, was mit dem Wächter passiert ist. よくぞ森の主を元に戻してくれた。あれもしっかり見つかっておるぞ。その前に礼代わりのプレゼントじゃ。プレゼント？おお、感謝です。わしの親友ロックストーンを預けよう。わしに負けず劣らずの知識人じゃ。旅の案内人となってくれるだろう。 ストーン先生とでも呼んでおけば機嫌よくいろいろと教えてくれるだろう。そしてもう一つがトレビン。お前たちが求めておったものだな。これは人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うにはこのトレビンと心を受け渡す魔法が必要になる。共に授けようぞ。長老様。 ありがとうございます。おお、きちんとお礼が言えるいい子じゃ。それに引き換え。何ですの？ちゃんと言いますが、ありがとうって、ありがとう。相変わらずじゃのう。まあよい。では、行くがよい。それと、少年よ。たまにはここに戻ってきて、この長老に旅の話を聞かせてくれ。 それが楽しみでここで待っておるからの。はい、長老様。ほな、行こうか。ゴロネール王国に戻るで。あの門番を元に戻してやらんとあかんからな。うん。Ja, wir haben den Sprechenstein von der Gevatter Eiche bekommen und die Fiole, die wir zum Heilen von gebrochenen Herzen brauchen. Dazu gab es noch zwei Zauber, die Herz empfangen und Herz schenken. Ohne die geht es gar nicht, also dann können wir keine gebrochenen Herzen mehr teilen mit. Und wir machen uns auf den Rückweg nach Katzbuckel, um den Wachmann zu heilen. Denn sonst können wir, wie gesagt, nicht in die Stadt. Und dann geht auch unsere Reise nicht weiter. Erst einmal aber müssen wir aus diesem, ja, vielleicht weit erstmal raus, aber davor speichern wir nochmal, um unser Abenteuer festzuhalten. So. Genau, aus dem Wald, da musste ich mal kurz einen kleinen Schnitt machen, denn während des Spiels. Und das wollte ich jetzt in dem Moment nicht. Yosh, ganbaro! Ike!
Und jetzt sehen wir... Make nai yo! Ike! Jedenfalls sind wir in Katzbuckel angekommen und können nun endlich den やっぱり元には戻ってへんようやな。ねえ、しずく、なんとかしてあげないと。ああ、オリバー、一から説明したる。まずはやな、古の木の旦那にもらったトレビンを使って抜け殻人が奪われた心のかけらを集めてくれ。心のかけらって？じゃあから、人の心の一部のことや。人の心の一部？よくわからないよ。説明難しいな。やってみたらすぐわかんねえけどな。ひとまずやで、あの門番が失ってるのはやる気の心や。それを探してきて与えたら、あいつは救われる。でも、そのやる気の心はどこにあるの？ほれ、もう一人の門番見てみ。よっと。恐ろしいまでのテンションの高さやろ。あいつはきっと有り余るやる気を持ってるに違いない。あのもう一人の門番からやる気をいただくん。わかった。やってみるよ。いいことないかな。あらまあ。いいことないかな。昼寝でもするかな。こんにちは。Denn er gibt uns ein Stück ab. Dann setzt den Herzempfang ein. Oh, やる気をうまくゲットできたようやな。ほな次にそれを抜け殻人になっとる門番に渡すんや。わかった。なんだ。こんにちは。こんにちは。なんだ。まだ奥の電気ヤスムス安定。Wir setzen jedoch den Teil ein, den wir gerade haben, nämlich Enthusiasmus. Oh, yatta de seiko ya! Oh, どうやら気がついたようやな。
俺はどうしたんだ？なんでこんな。おお！お前、もしかして正気に戻ったのか？ああ、なんか不思議な気分だ。心に突っかえていたものが取れたようなすっきり感だな。そうか、よかった。心配したんだぞ。今まですまなかったな。さて、体調も戻ったことだし、これまで以上に働かねばならんな。なら早速、他の土地からやってきた者たちが王国内に入れてくれと申し出ている。入国審査担当のお前の出番だぞ。よし、ここへ参れ、そこの者ども。Ja, lasst uns ein, lasst uns ein. Wir wollen nach Katzbuckel. Ja, er redet von Verdienststempeln. Was das genau ist, das werden wir noch erfahren, denn in jeder Stadt gibt es eine sogenannte Auftragsstelle. Das ist für Nebenquests, die wir natürlich auch noch machen werden. Und für abgeschlossene Aufträge gibt es dann Verdienststempel, aber...Das erkläre ich jetzt nochmal in der nächsten Folge. Wenn es denn so ist. Ich nehme es dann von Suche dies bis bediene das. Das sei erstmal willkommen in Katzbuckel, Schloss des Katzenkönigs. Während ich euch über das reden, sage ich schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.